Das Eishockey-Derby ECC Preußen gegen FAS Berlin wird präsentiert von popski.com. Derby-Time am Glockenturm. In der Charlottenburger Eissporthalle bringt der ECC Preußen gegen den FAS Berlin das Eis zum Schmelzen. Ein heißes Tänzchen mit Emotionen, harten Bodychecks und jeder Menge Rivalität. Ich glaube, ich kann da für beide Mannschaften sprechen und für jeden einzelnen Kabine. Man ist immer heiß. Das sind die wichtigsten Spiele in der Saison und schon wichtiger als andere. Es geht hier also um Prestige, aber auch gegen gute alte Bekannte. Viele Preußen waren nämlich mal bei FAS und umgekehrt. Zum Beispiel Max Janke, hier mit der 32, ging in den vergangenen zwei Spielzeiten mit dem Trikot des Lokalrivalen aufs Eis. Mit dem Wiederaufstieg des ECCs in die DEB-Oberliga kam das Charlottenburger Eigengewächs zurück nach Hause. Das Spiel also umso wichtiger. Also mich motiviert es einfach nur. Ich muss sagen, es macht immer Spaß, gegen die Jungs zu spielen, die wiederzusehen. Auf dem Eis schenkt man sich nichts. Ja, es macht Spaß. Aber jetzt mal Abfahrt. Die Hausherren in Rot-Schwarz zunächst mit mehr Spielanteilen. Man merkt, es geht um was. Lukas Ogorzelik mit der ersten Duftmarke aus der Distanz. Dave Simon schmeißt sich tollkühn dazwischen. Tolle Aktion. Doch diese Partie nicht nur der Rivalität wegen brisant. Es geht auch um Punkte für den sicheren Verbleib in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. 4 von 18 Teams gehen nämlich in die Playdowns. Der ECC vor diesem Match 15. fast letzter mit 7 Punkten weniger. Zähler gegen einen direkten Kellerkonkurrenten, logisch enorm wichtig. Umso bedeutender diese Aktion. Philipp Grunwald zieht ab. Gehalten doch Philipp Reuter mit dem Nachschuss und drin ist das Ding zum 1:0. Schön mitgespielt vom gestern gewordenen 30-Jährigen. Nochmal nachträglich alles Gute. Ein Sieg als nachträgliches Geschenk wäre nett, doch das bekommen erstmal die Freiakademiker. Fabian Wagner legt unfreiwillig für Daniel Wolinek vor. 1:1 Ausgleich zur Drittelpause. Ärgerlich. So oder so ähnlich geht's dann auch weiter. Die Preußen zwar mit Chancen, doch die werden nicht genutzt. Gleichzeitig passieren dann auch noch hinten Fehler. Kai Alexander Akuczewski blockt unglücklich ab. Fabio Paczek nutzt das aus. 2:1 für FAS Berlin. Und dann auch noch das. Nicht mal 2 Minuten später. Bulli, Ole Olles Fernschuss wird von Wolinek abgeblockt und eingetütet. Die Gäste erhöhen aus eigener Sicht auf 3:1. Ganz, ganz bitter, denn der Lokalrivale vom Freien Akademischen Sportverein, sowas wie das zweite Team der Eisbären, die ja bekanntlich der absolute Erzrivale der Charlottenburger sind. Der DEL-Club hat eine Kooperation mit FAS. So spielen einige Jungprofis ab und an bei den Weißen. Die Feindschaft zu den Weddingern, klar, noch größer. Umso ärgerlicher dann das 4:1 für die Gäste. Das zweite Drittel also eins der unangenehmeren Sorte. Und dann passieren im zweiten Drittel 2 haarsträubende Fehler. War leider ein und derselbe Verteidiger, der sich da komplett verlaufen hat in dem Drittel. Und dann müsste 3:1 hinten her und da musste ein bisschen öffnen. Wir haben Chancen, spielen auch in Überzahl mit vielen Schüssen auf Tor. Der gegnerische Torwart hat sehr gut gehalten. Wir haben viel abgefälscht, aber halt eben unglücklich nicht ins Tor. Das wird in Halbzeit 2 zwar nochmals getroffen, aber zuvor haben die Gäste den Weihnachtssack mit den 3 Punkten als Geschenk schon zugemacht. 2:5 verliert der ECC Preußen gegen FAS Berlin. Ja, wir befinden uns in einer schwierigen Situation gerade. Wir arbeiten, wir geben viel Gas, wir bemühen uns, aber letztlich fehlt ein bisschen auch das Glück vom Tor. Aber wir haben heute auch sehr großen Rückhalt in unserem Torwart gehabt und haben wir unsere Torchance gut ausgenutzt. Und da waren die quasi mit nach 3-1, 4-1, haben wir das Spiel eigentlich schon mehr oder weniger für uns dann entschieden. Wir hatten auch Torchancen gehabt, die haben wir nicht genutzt. Aber das haben wir momentan öfter mal das Problem. Jetzt muss man sich wieder irgendwas anhören von wegen, dass man verloren hat und darauf habe ich keine Lust mehr. Die Chancen auf Revanche gibt es dann im nächsten Jahr. Die Gelegenheit, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln, bereits in einer Woche bei den Rostock Piranhas. Bis dahin aber frohe Weihnachten.